heute Morgen 9.35 Uhr Azubine Sophia und Icke vorm Ritz-Carlton Hotel auf der Suche nach Justin Timberlake. Mein Herz ist irgendwo, nur nicht mehr da, wo es sein soll. Ich werde jetzt gleich mal gucken, ob der schon wach ist, ob der schon mit euch sprechen möchte. Der ist immer morgens ein bisschen. Ich guck mal, ob er schon geduscht hat und so. Ich gehe mal kurz rein. Bis gleich. Es tut mir leid, aber ich soll euch ganz lieb grüßen und er liebt mich immer noch, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Wir sind in Kreuzberg auf dem Weg nach Tempelhof. Und eigentlich müssten wir in 10 Minuten da sein. Und dann mal gucken, ob wir einen Justin finden. Na klar! Yeah, liebe Leute, also Shira für euch im Justin Timberlake waren unterwegs auf der Bread and Butter Messe, jetzt vorm William Rest Eingang, sag ich mal. Wir gehen erstmal rein, gucken, ob der Mann schon da ist. Wenn nicht, dann hagelt es natürlich Beschwerden. Und wenn nicht, wenn er da ist, dann zeige ich euch gleich natürlich meinen Ehering und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen interessieren mich jetzt mal die Klamotten. Kommt mal mit, wie mal kicken. Ja, sag mal, und hast du schon mal gehört, hier, wann mein Mann heute kommt? Dein Mann? Ja, nee, denn das ist ja eine ganz geheime Geschichte. Ja, ja. Und irgendwann wird er einfliegen. Und da ich nur ein kleiner Verkäufer hier bin, ja, also ich darf hier die Hosen hochhalten, mehr ist nicht drin. Kommt aber später unsere PR-Dame, ja, und die kann euch Auskunft geben. Okay, also wir warten natürlich die große Göttin der PR, die ja, PR-Dame, damit der junge Mann hier angekündigt werden kann, natürlich, hier aus Memphis, Tennessee. Damit Michi und ich endlich hier aufschreien können. Ja, ich die Fanartikel kriege. Sag mal, ich habe ja hier, also der junge Mann da, der sieht da verdächtig so ein bisschen aus wie, ja, das ist, von Justin Timberlake. Das ist das Double, weißt du? Ja, wir dubeln das immer so. Er spielt am Justin Timberlake und ich spiele Trace Ayala, ja. Ich gebe die Hoffnung immer noch nicht auf, ja. Wir werden mal gleich gucken, ob die PR-Tante uns mehr erzählen kann. Und wenn nicht, dann nehme ich einfach den Double und er ist mir loyal. Ja? Ist mir egal. Da drinnen ist das Double von Justin Timberlake. Das haben wir ja schon abgefilmt, obwohl er gerade gesagt hat, er möchte den nicht. Und ich habe ihm gerade in die Augen geguckt und bin wirklich fast gestorben, weil er sieht eigentlich noch geiler aus als Justin Timberlake. Er ist größer. Wir sind jetzt hier am riesigen Babyplatz vor dem Hotel de Rome. Hier soll der junge Mann, den ich heute noch heiraten möchte, wohl residieren. Der ist wahrscheinlich gerade Maniküre, Pediküre, das gleiche, was ich halt gestern Abend gemacht habe. Und ja, wir werden jetzt gleich mal probieren, irgendwie noch was zu erreichen. Wir waren gerade schon mal kurz drin, die haben ein bisschen Faxen gemacht. Und lasst euch einfach überraschen. Ich verabschiede mich jetzt schon mal von hier für euch. Danke, dass ihr dabei wart.